Hallo ihr Lieben, wir sind mal wieder hier bei Baphomets Fluch 2, der Remastered-Version, und haben hier unten neben dem Kegel einen Kragen, den wir glatt gebügelt haben. Dieser Kragen, den haben wir extra für den Priester, für Hubert, begradigt, und den wollen wir jetzt gleich mal zurückgeben, damit er uns helfen kann, Nico, die in seiner Baumhaushütte da oben liegt. Damit wir sie mit einer Heilpflanze versorgen können. Also immer wieder Abenteuer um Nico herum. Hier ist ihr Kragen, Pater. Vielen Dank, George. Sie glauben bestimmt, es sei etwas verspottend von mir, so einen Wirbel zu machen. Oh nein. Wenn ich 11 Jahre im Dschungel gelebt hätte, wäre ich wahrscheinlich auch völlig Banane. Banane? Ja, vielleicht bin ich das wirklich, seit meinem letzten Besuch im Dorf. Okay, dann erzähl mir mal, wo finden wir die Wurzel? Jetzt, wo Sie Ihren Kragen wieder haben, bringen Sie mich jetzt zum Dorf? Ich habe meine Predigt noch nicht fertig. Ah, du meine Güte. Ich weiß nicht, warum Sie sich so sträuben, in das Dorf zu gehen, und es geht mich auch nichts an. Aber der Grund kann wohl kaum wichtiger sein, als Nikos Leben zu retten. Sie haben recht. Ich muss verrückt sein. Wir müssen uns beeilen, wenn wir das Dorf vor Einbruch der Nacht erreichen wollen. Als wir endlich im Dorf ankommen, ist es Sonnenuntergang. Hallo Jungs. Freut mich zu sehen, dass ihr immer noch die Unterhosen tragt. Die waren das schönste Weihnachtsgeschenk, das wir jemals bekommen haben, Pater. Meine ist zu eng. Tja, so müssen wir alle unser Päckchen tragen. Das hier ist George. Er möchte euch was fragen. Ich kann leider nicht bleiben. Viel Glück, George. Was? Und wie kommen wir zurück? Wir kennen den Weg doch gar nicht. Verdammt. Was für eine Erleichterung. Ich fühle mich nie ganz wohl, wenn er in der Nähe ist. Ich auch nicht. Diese verdammten Hosen krabbeln mir immer den Hintern hoch. Also, was wollen Sie? Ich brauche ein Heilmittel für Nico. Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Ja und? Meine ganze Familie ist schon von einer Schlange gebissen worden. Ich bin sogar mal von einer Maus gebissen worden. Es geht ihr wirklich schlecht. Ich habe gehofft, euer weiser Mann hätte vielleicht eine Medizin. Ein weiser Mann? Der muss im falschen Dorf sein. Aber der Priester hat doch gesagt... Pater Hubert sagte, hier im Dorf gäbe es einen weisen Mann, der mir helfen könne. Oh, er meint bestimmt den alten Mann, den Schamanen. Ja, okay, erzählt mir, wo den Schamanen liegt. Ich möchte gerne zum Schamanen. Sie können da nicht einfach reingehen und mit dem Schamanen reden. Warum nicht? Sie müssen sich an das Protokoll halten. Der Schamane verlangt Tribut. Tribut? Ihr meint sowas wie ein Geschenk? Stimmt, genau. Die ewige Frage, was schenkt man einem Mann, der schon alles hat? Na, ob er wirklich alles hat? Ich könnte ihm ich könnte euch mal von meiner Freundin erzählen, dann versteht ihr, warum ich sie unbedingt jetzt gerettet haben will. Wollt ihr einfach rumstehen und zusehen, wie meine Freundin stirbt? Natürlich nicht. Halten Sie uns vielleicht für primitive Wilde? Wir beginnen natürlich sofort mit den Vorbereitungen für eine Feuerbestattung. Was? Nein, das wollten wir gar nicht. Was nimmt denn der alte Mann so? Gebt mir doch mal einen Tipp. Was für Sachen mag euer Schamane? Hat er ein Hobby, einen Lieblingssport? Sie beleidigen uns. Der Schamane lebt auf einer höheren Geistesebene. Na gut, dann vielleicht ein Buch oder ein Puzzle. Hassen Sie es auch so, Geschenke für Leute auszusuchen, die Sie gar nicht kennen? Ja, wie wär's, wenn wir ihm Hundefutter geben? Hier, diese Kekse werden ihm schmecken. Wenn Sie meinen. Oh weh. Die fliegen uns wahrscheinlich gleich entgegen. Er mochte die Kekse, besonders die schwarzen. Er will wissen, ob sie noch mehr haben. Und, habe ich noch mehr? Ich glaube nicht. Würmer, ich habe hier einen Wurm. Hört mal, ich weiß, es ist nicht viel, aber ich möchte eurem Schamanen das hier schenken. Soll er das etwa essen? Er ist schließlich ein alter Mann. Er könnte daran ersticken. Na komm, der steht auf Lippenstifte, oder? Hat euer weiser Schamane vielleicht Verwendung für einen Lippenstift? Nicht in der Farbe. Auch noch wählerisch. Schwarz? Natürlich nicht. Hier, ich habe einen Stein. So.
Was sagt ihr dazu? Hat mich hergebracht. Das ist ein Geisterstein. An ihrer Stelle würde ich den nicht anfassen. Du hast recht. Er könnte verflucht sein. Gut, ich habe noch ein paar Kekse für ihn. Es ist ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. Na toll. Gut, ich werde Kekse suchen. Die lassen mich... Ah, ich wollte gerade sagen, die lassen mich durch. Na gut, ich gehe Kekse backen. Wartet hier auf mich. Und ihr seid schuld, dass meine Freundin stirbt. Ist euch hoffentlich bewusst. Toll. Echt prima, da geht's gar nicht raus. Es wäre ziemlich sinnlos, dem Schamanen die leere Dose zurückzuschicken. So. Was mache ich jetzt? Ich guck mal nach, ob wir... Nein. Leider nicht, kein neuer Text, kein neuer Hinweis. Ja, wir hatten mal einen Slip. Der ist auch weg. Nein, der ist nicht weg. Ah, das Stück Glückskohle. Hier. Nein. Das geht bestimmt so. Ich lege mein Stück Glückskohle in die leere Schachtel. Prima. Jetzt haben wir... Genau. Die Schwarzen haben ihm besonders geschmeckt. Hier, ich habe noch einen Keks. Ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Wir töten den Mann und kriegen kein Heilmittel. Das ist, glaube ich, die Lösung des Ganzen. Nein, oder das Drama des Ganzen. Der Schamane wollte den schwarzen Felsen nicht. Kann ich den Felsen vielleicht etwas zerkleinern? Das sollte ich mir nochmal überlegen. Nein, das geht nicht. Können wir ihn aufstechen? Dass wir das Richtige tun. Ich schicke mal einen Slip, der steht bestimmt auf Slip. Ich lege das leuchtend rote Höschen in die leere Schachtel. Oh ja, das kann sein, weil er hat bestimmt keinen Slip gekriegt, während alle anderen einen Slip gekriegt haben. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Nein, die wollte er auch nicht. Der Schamane war ziemlich sauer wegen dieses Höschens. Oh, ich wollte sein Schamgefühl nicht verletzen. Haben sie auch nicht. Er war sauer, weil es nicht passt. Okay. Haben wir noch eine andere Idee? Was können wir ihm schicken? Lippenstift ist nicht seine Farbe. Den Hinweis mit der Sonnenfinsternis vielleicht. Oder wir müssen die Kohle tatsächlich in kleine Bröckchen hacken. Das halte ich für eine weniger gute Idee. Na gut, den Schlafpfeil. Ich lege den vergifteten Pfeil in die Schachtel. Es tut mir ja ein bisschen leid. Na dann los. Bring doch mal deinem Chef. Also es ist jetzt ein bisschen Try and Error. Ich habe ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Versuchen und Fehlschlag. Irgendwann werde sie ihm bringen. Muss das Richtige ja dabei sein. Es hat nicht geklappt. Was? Ihr Schwacher versucht, den Schamanen zu ermorden, indem sie einen Giftpfeil in dieser Schachtel versteckt haben. Prima. Und es interessiert sie keinen Schlag, dass ich quasi versucht habe, ihren Obertupfi da zu vergiften. Na komm, er kriegt jetzt mal den Schreckensbonus hier. Ich lege die Statue in die leere Schachtel. Weil ansonsten fehlen mir, glaube ich, gleich wirklich die Ideen, was ich da noch reinstopfen kann. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Ich werde sie ihm bringen. Der Schamane sagt, ich soll ihm die Statue zurückgeben. Will er sie nicht? Er hat schon eine. Aha.
Gut, was haben wir denn noch? Also wir könnten ihm noch den Wurm schicken und den Stein. Aber das meiste andere haben wir tatsächlich probiert. Ich schicke ihm jetzt den Stein. Ich lege den Maya-Stein in die leere Schachtel. So, bring das mal weg. Hier, ich habe noch ein paar Kekse für den Schamanen gefunden. Also gleich haben wir wirklich alles durch. Ich werde sie ihm bringen. Wenn es jetzt wirklich der Wurm ist, ne, dann werde ich grantig. Beim Wurm, oh ja, könnte aber sein. Beim Wurm haben sie gesagt, den wollen sie nicht. Bei ihrem Chef wissen, okay. Mit ihnen reden. Das hatte ich doch gehofft. Also war nett mit euch zu plaudern, Jungs. So, ihr Türsteher. Ich gehe dann mal zum Boss. Da ist eine Frau. Diese Frau ist bestimmt nicht der Grund, warum ich hergekommen bin. Ein Korb, da schauen wir doch mal rein. Ein vernünftiger Grund, allen den Dorfbewohnern ihre Steinsammlung zu klauen. Na gut, dann plaudere doch mal mit dem Weber. Dieser Mann ist nicht derjenige, nach dem ich suche. Aber er hier, der am Feuer sitzt. Wir schauen mal das Feuer an. Der Mittelpunkt des Dorfes, das gemeinsame Kochfeuer. Das Feuer ist zu heiß, um nahe ranzugehen, selbst wenn ich wollte. Der alte Kerl war offensichtlich der Schamane dieses Dorfes. Dann ist er der Richtige. Den schauen wir jetzt mal an und sprechen mit ihm. Hi, ich heiße George Stobbart. Bitte setzen Sie sich. Willkommen, George. Danke. Es ist seit langem geweissagt worden, dass ein weißer Mann den Kojotenstein in dieses Dorf bringen würde. Okay, ich habe Lippenstift für dich. Was sagst du dazu? Ich vermute, das hier wäre Ihnen wohl nicht sehr nützlich. Aber im Gegenteil. Dieses Wachs am Stiel wird unser Leben verändern. Wie denn das? Was wollt ihr damit? Unsere Körper für den Affentanz schmücken. Na, super. Prima, ich habe den Lippenstift losgekriegt. Hat der Nicole sowieso nicht gestanden. Oder so. Welches Problem habt ihr mit dem Priester? Warum besucht Pater Hubert so ungern das Dorf? Ich weiß auch nicht. Er kam früher viel hierher. Aber dann hat das einfach aufgehört. Man sollte doch annehmen, er würde gerne mehr Zeit mit seinen Kindern verbringen. Alles klar. Er hat Kinder gezeugt und er darf als Priester doch keine Kinder zeugen. Und deshalb ist er so beschämt, dass er hier nicht hin möchte. Sagten Sie gerade, dass Pater Hubert Kinder hat? 3 Mädchen und 5 Jungen nach meiner Rechnung. Alle in derselben Woche gezeugt. Beim Fest des Affentanzes. Alles klar. Gut, hey, Schamane, hast du vielleicht ein Heilmittel für Nico? Meine Freundin ist von einer Schlange gebissen worden. Und Sie wollen, dass ich sie heile? So war's geplant. Können Sie ihr helfen? Ich bin mir nicht ganz sicher. Mein Zahnfleisch ist auch nicht mehr das, was es mal war. Okay, trotzdem hilf ihr doch mal. Sie, meine Freundin liegt im Koma. Bitte, alter Mann, geben Sie mir die Wurzel. Welche Wurzel? Na, diese Wurzel, von der der Priester sprach. Pater Hubert hat mir von einer Wurzel erzählt, die den Biss der Flussschlange heilen kann. Tja, ist diesen Leuten denn nichts heilig? Das war unser Geheimnis, das nur den Leuten meines Stammes bekannt war. Wenn diese Wurzel Nikos Rettung bedeutet, dann will ich sie. Schnell. Es ist noch Zeit, George Stoppert. Zeit, um zu erfahren, warum sie hierher gerufen wurden. Wegen der Wurzel. Sehr schön. Wenn ich mir ihre Geschichte anhöre, bekomme ich dann die Wurzel? Der Aal reist weit, doch er kehrt immer zur Stätte seiner Geburt zurück. Ach ja, ich vergaß. Mein Zeitplan ist ziemlich knapp, also überspringen Sie bitte den Rätselteil, ja? Vor vielen Jahren, als die Welt noch jung war, wurde Quetzalcoatl, der große Gott und König, durch Verrat und Betrug besiegt. Sein Feind, Tezcatlipoca, nahm seinen Platz als Anführer ein und forderte schreckliche Menschenopfer. Eine Gruppe loyaler Priester fand schließlich einen Weg, Tezcatlipoca in eine Falle zu locken und einzusperren. Doch seine Macht war so groß, dass sie wussten, er würde nicht für immer eingesperrt bleiben. Seine Gefangenschaft würde mit der Sonnenfinsternis enden, die auch das Ende des 5. Zeitalters bringen sollte. Und so stellten die Priester 3 Obsidiansteine her, die Macht hatten, den Spiegel für alle Zeiten zu versiegeln.
Doch bevor die Steine an ihren Platz gelegt werden konnten, wurden sie von den spanischen Invasoren geraubt. Aber wie haben sie den bösen Gott gefangen? Sie bauten eine Pyramide und sie sagten Tezcatlipoca, sie sei ihm geweiht. In der Mitte der Pyramide errichteten sie einen riesigen Spiegel aus perfekt poliertem Obsidian. Sie lockten ihn in die Pyramide mit Lob und Schmeichelei und benutzten dann Zauberei, um ihn in den Spiegel zu verbannen. Na gut, was hat das mit der Sonnenfinsternis auf sich? Hier findet bald eine Sonnenfinsternis statt, richtig? Stimmt. Die Sonnenfinsternis, die das Ende des fünften Zeitalters anzeigt, wird noch vor dem nächsten Vollmond stattfinden. Weniger als 2 Wochen. Ich glaube nicht wirklich daran, dass Tezcatlipoca zurückkehren wird. Aber ich vermute, Karzaks Pläne hängen irgendwie damit zusammen. Na gut, erzähl uns doch mal von dem Stein. Was geschah mit den Steinen? Die Spanier brachten sie in die Küstenstadt, die heute Caramonte heißt. Nur einer der Steine erreichte Spanien. Die anderen beiden fielen in die Hand von Freibeutern. Der Jaguarstein wurde von dem englischen Kapitän El Draco geraubt. Der Adlerstein fiel einem Piraten namens Ketch in die Hände. Der dritte, der Kojotenstein, erreichte sicher das spanische Festland. Das ist der Stein, den sie jetzt besitzen. Okay, wo sind denn jetzt die anderen beiden Steine? Also zum Beispiel der Adlerstein. Erzählen Sie mir mehr über den Adlerstein. Der Stein wurde auf eine Galeone gebracht, zusammen mit vielen anderen Kunstschätzen, die Spanier geraubt hatten. Aber kurz nach dem Auslaufen kam ein fürchterlicher Sturm auf und beschädigte das Schiff. Es wurde schließlich von dem blutrünstigen Piraten Captain Ketch abgefangen. Ketch überwältigte kurzerhand die Mannschaft, stahl den Schatz und versenkte das spanische Schiff. Okay, und wo ist jetzt der Stein? Wo ist der Adlerstein jetzt? Das weiß niemand genau. Ketch zog sich von der Piraterie zurück und kaufte sich eine Insel in der Karibik. Na gut, dann der Jaguarstein bitte. Erzählen Sie mir mehr über den Jaguarstein. Vor vielen Jahrhunderten segelte ein Schiff unter spanischer Flagge in den Hafen von Caramonte. Der Kapitän, ein Mann namens El Draco, schickte Soldaten ans Ufer. Erst als die Soldaten den Bürgermeister festnahmen, merkten die Einwohner, dass es sich um englische Freibeuter handelte. Der Bürgermeister wurde als Geisel genommen, während die Soldaten die Stadt ausraubten und plünderten. Unter den Schätzen, die sie erbeuteten, war auch der Jaguarstein. Tja, und er kann mir mit Sicherheit nicht sagen, wo der Jaguarstein jetzt ist. Wo ist der Jaguarstein jetzt? Ich vermute, El Draco nahm ihn mit in seine Heimat, jenseits des großen Meeres. Nach England. Na prima. Dann erzähl mir noch was von dem Fuchsstein. Was mache ich, wenn ich alle Steine gefunden habe? Bringt sie hierher zu mir. Ich werde euch vorbereiten auf das, was zu tun ist. Die Steine müssen ins Herz der Pyramide gebracht werden. Nur dort können sie das Tor versiegeln, durch das Tezcatlipoca in diese Welt zurückkehren wird. Gut, dann erzähl uns noch was von diesem Totengott. Nehmen wir mal an, ich glaube, dass in Ihrer Story irgendwas dran wäre. Außer den wilden Hirngespinsten eines durchgeknallten alten Mannes. Nehmen wir mal an, ich schlucke die Geschichte mit Haut und Barthaaren. Was dann? Dann würden Sie erkennen, dass das Schicksal der gesamten menschlichen Rasse auf Ihren Schultern ruht. Ah, schon wieder. Das kennen wir. Also, weiter. Erzähl mehr. Bekomme ich irgendwas, um Tezcatlipoca zu bekämpfen? Was denn zum Beispiel? Naja, eine magische Waffe. Bleiben Sie doch bitte realistisch, George. Dann erzähl mir erstmal was von der Wurzel. Ich brauche nämlich Nico an meiner Seite. Bekomme ich jetzt die Wurzel? Hier, nehmen Sie sie. Beeilen Sie sich, wenn Sie das Leben des Mädchens retten wollen. Der Kolibri singt mir von Tod und Untergang. Jetzt sprechen Sie schon wieder in Rätseln. Hören Sie, kann ich mich hier irgendwo hinhauen? Ich finde den Weg durch den Dschungel im Dunkeln sowieso nicht. Gerne, aber Sie werden wahrscheinlich nicht viel zum Schlafen kommen. Heute ist die Nacht des Affentanzes. Schade, ich hätte jetzt noch ganz gern nach der Pyramide gefragt, aber gut. Ich verlasse das Dorf bei Sonnenaufgang und torkele, noch benebelt vom Partyrausch, durch den Dschungel zurück. Das erinnert mich daran, wie ich mich früher ins Haus meiner Eltern zurückgeschlichen habe, als ich noch jünger war. Nur hatten wir in Oakland keine Affen und Papageien. Ich möchte nur wissen, wie viele Kinder nachher vom George da hinten rumlaufen.
Gut, soll jetzt nicht unser Problem sein. Wir pressen das Ding gleich aus. Ich glaube, dann brauchen wir nur den Saft oder so. So, und los geht's. Wenn nicht, müssen wir nochmal zurück und noch eine Wurzel holen. Die Flüssigkeit, die aus der Wurzel gepresst wird, sammelt sich in dem Metallkegel. So, prima. Das Ding beuten wir jetzt mal und dann würde ich sagen, retten wir Nico. Ich dachte, du nimmst das Ding mit. Na gut, vielleicht müssen wir noch irgendwas zerkleinern und zerquetschen. Das finden wir dann in der nächsten Folge raus. Ich hoffe, ihr seid auch mit dabei und ich wünsche euch noch gute Nacht da draußen. Was immer ihr sein mögt.